Was ändert sich jetzt bei der neuen StVO? Ja, erstmal ein paar Begriffsklärungen. Zum Beispiel gibt es jetzt keinen Radfahrer mehr, sondern es heißt einfach ganz lapidar, der mit dem Rad fährt. Damit ist also der weibliche und der männliche Radfahrer gemeint. Genauso sieht es aus, es gibt jetzt auch keinen Beschleunigungsstreifen mehr, sondern es heißt jetzt Einfädelstreifen. Es gibt auch keinen Verzögerungsstreifen mehr, das ist der sogenannte Ausfädelstreifen. Und es gibt auch neue Begriffsbestimmungen für die Schilder, die heißen jetzt Zeichen, oder die Zusatzschilder heißen dann Zusatzzeichen. Auch der Begriff Fußgänger wurde geändert, logischerweise in den Begriff der zu Fuß gehende. Und damit ist auch diese Geschichte männlich-weiblich wieder im Topf drin. Ja, wie es den Zuschauern vielleicht schon bekannt ist, es gab ja vor 3 Jahren schon mal eine Änderung der StVO, die ja dann zurückgenommen wurde. Aber man hat auf Basis dieser Änderungen natürlich weitergemacht. So ist also zurzeit auch so oder in der neuen StVO auch so geregelt, dass man die Verkehrszeichen aus der eigentlichen StVO rausgenommen hat und hat dort sogenannte Anlagen gebildet. Das heißt also Anlage 1 sind also die Gefahrenzeichen, Anlage 2 sind die Vorschriftzeichen und die Anlage 3 sind die Richtzeichen. Und dann gibt es noch weitere Nummern für die Zusatzzeichen. Ja, in aller Munde ist ja auch die sogenannte Schilderwald-Novelle. Das heißt also, man möchte nur noch so viele Verkehrszeichen aufstellen, wie man überhaupt braucht, also wie nötig sind und nicht die Straße überfrachten mit unnötigen Verkehrszeichen, die sowieso niemand beachtet oder die auch keinen Sinn mehr ergeben. Und das hat man jetzt bei dieser Änderung mit einfließen lassen. So wird es in Zukunft natürlich verschiedene Verkehrszeichen nicht mehr geben. Ich fange mal an mit dem beschrankten Bahnübergang. Der wird wegfallen, also dieses Zeichen beschrankter Bahnübergang wird wegfallen und wird dadurch ersetzt, dass man alle Bahnübergänge nur noch Bahnübergang ranschreibt, weil der Autofahrer jetzt nicht mehr wissen muss, dass es sich um einen beschrankten oder unbeschrankten Bahnübergang handelt. Weil er soll halt an dieser Stelle generell langsam fahren. Das will man damit berücksichtigen. Es kommt zusätzlich noch dazu, dass ab 1. April jetzt auch gilt, dass man ab der 3-Streifen Barke, also 240 Meter vom Bahnübergang, nicht mehr überholen darf. Das gab es in dieser Form bisher auch nicht. Weitere Zeichen, die wegfallen, sind also Gefahrenzeichen, wie zum Beispiel unerwartete Glatteisbildung, dann Steinschlag, Rollsplitt, bewegliche Brücke, Ufer, Fußgängerüberweg bzw. Flugverkehr. Eins, was zwar wegfällt, aber doch wieder neu kommt, ist das Zeichen Tiere. Das war früher nur Tiere, jetzt heißt es Viehtrieb. Und es fallen weg die Richtgeschwindigkeit 80, weil das war ein Zeichen, was niemand so richtig interessiert hat und damit fällt es jetzt weg. Es geht also in Zukunft nur noch die Richtgeschwindigkeit 110 und 130. Ebenfalls fällt weg dieses Verkehrszeichen schlechter Fahrbahnrand. Das wird also dadurch ersetzt, dass man also das einfach hinschreibt, schlechter Fahrbahnrand. Yeah.